Wir sind dort auf der Suche nach Kletterpflanzen im Garten und machen eine kleine Tour. Und mein Tourguide ist Brigitte Goss. Brigitte, schön, dass du da bist. Grüß dich, Jens. Und die Klematis spielt eine Hauptrolle im Beet für dich. Sie ist ja auch wunderschön, oder? Ja, ganz genau. Die Klematis ist nicht nur schön, sondern die haben ja auch Funktionen im Garten. Also die kann ja eine Rolle übernehmen. Zum Beispiel hier, stell dir mal vor, hier wären noch ein paar Drähte. Wir könnten uns dahinter wunderbar verstecken. Oder wir könnten etwas dahinter verstecken. Ja. Nun heißt die ja Waldrebe. Das suggeriert mir so ein bisschen eher Schatten. Hier ist es die volle Sonne. Was Richtig. Läuft falsch? Genau, das ist ein bisschen ein Verwirrspiel. Denn tatsächlich ist es so, ja, sie will einen feuchten, eher waldähnlichen Fuß, aber sie strebt der Sonne entgegen. Also die Klematis, die meisten Klematis werden tatsächlich dann, wenn sie am Kopf in der Sonne sind, am schönsten. Ja, auf was muss ich achten? Es gibt ja sicherlich sehr, sehr viele verschiedene Klematensorten. Gibt es da so einen Geheimtipp, wo du sagst, das funktioniert eigentlich immer ganz gut? Ja, da stehen wir davor. Die italienischen Waldreben, die blühen jetzt im Sommer. Also wir haben im Gegensatz dazu diese großen Hybriden, die ja schon vielleicht so ein, zwei Wochen länger blühen. Und die großen, die sind empfindlich bei so manchen Krankheiten, aber die hier, die ist absolut gesund, sind sehr wuchskräftig. Und diese italienischen Waldreben erkennt man eigentlich an, ganz typisch an diesen nickenden Knospen. Und die sind relativ gesund und unproblematisch. Ja, muss man das wahrscheinlich zurückschneiden. Also ich würde wahrscheinlich meine Schere eher liegen lassen, weil ich sage, das kann ich gar nicht machen. Also ist es ratsam, es zurückzuschneiden, dass es dann im nächsten Jahr neu austreibt? Oder ist der Schwung schon da und sie wächst einfach noch höher? Ich würde das unterschiedlich sehen, je nachdem, welchem Standort man hat. Hat man einen richtig guten Boden, hat man viele Nährstoffe, dann kann man die Klematis mal wirklich jedes Jahr im Frühjahr so auf 50 cm, so auf Kniehöhe mal zurücknehmen. Also ich habe einen sehr mageren Standort und ich habe eigentlich schlechte Erfahrungen damit gemacht. Also ich lasse die dann durchaus auch mal länger stehen, mal höher stehen, weil da braucht sie nicht so viel Kraft, um wieder auszutreiben. Und ich nehme die dann höchstens mal alle paar Jahre kräftiger runter. Ja, so. Perfekter Partner hinter dir, eine Rose. Das ist so ein bisschen wie Terence Hill und Bud Spencer. Hat richtig Bums im Beet und macht was her. Ja, die Rose ist ja perfekt, oder? Ja, das sind natürlich perfekte Partner. Nicht nur jetzt wegen der Blütezeit, weil die auch perfekt zusammenpasst, sondern auch, weil die zur gleichen Zeit geschnitten werden. Also wenn ich die Rose, wenn ich mal so eine Kletterrose oder eine ganz steigende Strauchrose mal runterschneiden möchte, im Frühjahr zum Beispiel, ist auch der Schnittzeitpunkt von dieser Waldrebe, von dieser italienischen. Ja. Und daher kollidiert da jetzt mal der Schnittzeitpunkt auch gar nicht. Also wunderbar zu kombinieren. Ja, jetzt sehe ich hier eine Klematis, hier unten aber auch. Irgendwie kommt die nicht so richtig aus dem Knick. Ist das eine andere Sorte oder ist das einfach nur einfach falsch gesetzt? Ja, das ist einfach auch zu eng. Die ist ja gerade vielleicht mal ein Handbreit an der Rose gepflanzt. Beide sind kräftig, brauchen Energie aus dem Boden. Die sind Konkurrenten und irgendeiner gibt dann auf. Das kann auch umgedreht sein, dass eine Klematis eine Rose unterdrückt. Und hier ist es zu eng, mindestens 50 cm, wenn nicht sogar einen Meter. Also ist Mindestabstand. Ja, guter Tipp, dann hat man mehr im Garten. Brigitte, wir zur Klematis. Die ist ja schön in der Blüte, aber manchmal verkahlt sie hier unten so sehr. Und da ist für mich die Frage, Brigitte, farblich würde doch der Lavendel wunderbar zur Klematis passen. Ja, aber nicht die Lebensbedingungen. Also der Lavendel ist ja heiß, sonnig, trocken und wir haben ja gesagt Wald, also eher feucht. Lass mal die Finger davon. Okay. Die Egerparkgärtner benutzen ein Gras zur Unterbepflanzung. Das ist hier frisch gesetzt, also noch nicht ganz so weit oben. Aber das ist eine gute Idee. Also das Japangras finde ich in der Gestaltung sehr schön, weil es ein Gras ist, das sehr, sehr schön im Schatten wirkt. Aber es breitet sich also mit den Wurzeln aus. Es wird mit den Jahren immer weiter. Und irgendwann kommen die ins Gehege miteinander. Also ich würde da schon Abstand halten. Das mögen die Klematis nicht, wenn sie so dicht bepflanzt sind. Also ich verwende immer total gerne den Spindelstrauch für alles Mögliche. Das ist ein immergrünes Gehölz, kann auch klettern übrigens. Mhm. Und macht mir auch mal so Flächen zu, die ich dann nicht mehr Unkraut jäten muss. Auch hier Abstand 30 bis 50 cm und dann macht es hier die Kante richtig schön zu. Schöne Idee. Wenn du da bist, dann eignen sich immer Zuschauerfragen und Frau Fischer Trost hat geschrieben, dass ihre Klematis angefressen ist. Also wir haben hier eine gefunden, die ist auch ein bisschen angefressen und sieht ein bisschen nicht so sehr schön aus. Was kann das sein, Brigitte? Also bei den Klematis und wenn die Blüten angefressen sind, ist es eigentlich meistens der Ohrwurm. Also der Ohrwurm ist ja ein nützliches Tier im Garten, frisst Blattläuse beispielsweise und man will den eigentlich im Garten haben. Also das kennt man, zum Beispiel so einen Tontopf, man hängt den in den Obstbaum hinein und der hält dann den Obstbaum läusefrei. Aber man hat festgestellt, dass sich der Ohrwurm da drin gar nicht so aufhält, sondern eher in diesen Bambusstäben gebündelt und
dann hängt man das in die Clematis rein, die zum Beispiel wirklich geplagt ist. Ja, ja. Und dann werden die über Nacht, also werden die am Morgen, sind die Ohrwürmer drin, mit einer Plastiktüte da rein und das wegnehmen und vielleicht in den Obstbaum umsiedeln. Und da können sie dann nach Blattläusen suchen. Also beispielsweise... Ein schöner Tipp, muss ich sagen, ganz ehrlich. Ich habe dir Bilder mitgebracht aus einem Garten, also von meiner Clematis. Mhm. Die ist auch etwas angefressen worden. Man sieht es hier ziemlich genau, Fraßspuren auch hier. Und das ist in der Tat irgendwie flächendeckend. Genau. Was könnte das sein? In der Regel sind es tatsächlich Schnecken. Und du wirst dich wundern, warum so in der Höhe. Aber ich habe es wirklich schon gesehen, dass Nacktschnecken da hochklettern, weil sie die Clematisblätter so mögen. Ja. Und um die Schnecken in dem Fall so ein bisschen in den Griff zu bekommen, könnte man unten mulchen, aber nicht mit Rindenmulch, denn da fühlen sich die Schnecken wohl, sondern Miscanthus, also das Chinaschilfmulch, oder auch mal Fichtennadeln, frische Fichtennadeln rundherum. Das mögen die Schnecken nicht und dann würden die auch nicht hochklettern. Und Stichwort Kletterhilfe, also das ist ja die eine Möglichkeit, dass man so eine Holzleiter sich baut, so aus Restbeständen, also alles wird verwertet. Da sagst du ja, aber, und wenn ich mir das hier angucke, ist dein Aber, glaube ich, doch sehr berechtigt, oder? Also da musst du schon ordentlich nachhelfen, ihr immer wieder hochhelfen und hier mit diesen dünnen Seilen, da kann sie diesen Blattranker, da kann sie sich also selber fein, an diesen feinen Drähten hochhangeln. Und hier muss man einfach nichts tun. Also je zarter, desto besser, kann man sagen. Mhm. Jetzt wollen wir Ihnen natürlich noch dieses wunderbare Bild zeigen. Also Clematis blau und diese weiße Rose. Brigitte, was ist das für eine? Also sie riecht natürlich betörend. Ja, also ich vermute, das ist eine Rambler, die Bobby James. Und das ist also nichts für Feiglinge, weil die kann ordentlich wachsen, also bis zu 10 Meter. Ja. Aber duftet wunderbar.